Grüße aus unserem wunderschönen, beschaulichen Bienenstock. Willkommen zurück zu Let's Play Bee Simulator Part 4. Sieh dir diese Faulbienen an. Sie hören nie auf zu tratschen. Da müssen wir mal ein Machtwort sprechen. Ich frage mich, was los ist. Angst? Sind die Menschen wieder da, oder? Hey, ich habe gehört, dass eine weitere Spurbiene vermisst wurde. Es ist schrecklich. Spurbienen haben so ein gefährliches Leben. Die klingt... Und wir haben auch so viele bei der Hornissenattacke verloren. Ist das Misty von Pokémon? Aus dem Anime? Ich glaube nicht, dass es genug Spurbienen für die Arbeit gibt. Man weiß es nicht. Ich denke, sie sollten den Vergnügungspark überprüfen. Es ist gefährlich, aber es wird dort bestimmt gute Plätze für Bienenstöcke geben. Vielleicht kann ich helfen. Ich sollte die Königin fragen. Kleines technisches Problem, aber ich glaube, das wesentliche Gespräch sollte ich noch drauf haben, deswegen weiter geht's. Biete der Königin deine Hilfe an. Ja, die Spurbienen, die ja nach einem neuen Heim suchen, weil die Menschen unseren Baum bedrohen. Der Baum, in dem der Bienenstock drin ist. Aber auch nur, weil der vermutlich alt ist oder so. Ich habe gehört, dass wir eine weitere Spurbiene verloren haben. Ist das wahr? Leider ja. Das war eine schwierige Saison für uns. Bitte, Mutter, lasst mich helfen. Ich werde mir diesen Ort mit dem Namen Vergnügungspark ansehen. Nein. Aber warum? Ich könnte helfen. Der Vergnügungspark. Dort ist es viel zu gefährlich für eine Jungbiene wie dich. Außerdem hast du deine eigene Arbeit zu erledigen. Du musst Pollen für uns sammeln. Okay, ich werde tun, was ihr befiehlt, meine Königin. Also ganz im Ernst, ne, die legt ja pro Tag 2500 Eier. Wenn jede Biene so ankommen würde, ey, ich hab Bock, was anderes zu machen, ne? Jeden Tag 2500. Ist ein bisschen, ja, sagt ja keiner, dass das Spiel äußerst realistisch sein soll, aber eben liebevoll gemacht. Realistischer als Biene Maya. So, ihr labt euch, ja. Weil so eine Königin, die hängt ja auch nicht hier auf ihrem Thron rum. Die macht ja auch zwischen den ganzen Zellen. Ich habe mir in der Tat so ein paar Bienenvideos auf YouTube angeguckt, okay? Ich finde das einfach interessant. Wie allein... Die Bienen haben mich heute gefragt, wofür Drohnen gut sind. Nun weißt du, sie haben ihren Nutzen. Du weißt das, ne? Du weißt das. Drohnen sind die männlichen Bienen. Es gibt sehr wenige männliche Bienen. Und die machen den Akt nur mit einem. Mit der Königin. Ich glaube, auch nur einmal und dann hat die Eier wirklich lange Zeit in ihrem Körper, irgendwie so in der Art. Nein, ich finde es einfach beeindruckend auch, wie ein Bienenstock selbst, sage ich mal, ein Bienenstock selbst irgendwann sich denkt, okay, wir brauchen, die alte Königin ist krank zum Beispiel, dann machen die eine neue Königin, da werden verschiedene, ich will nichts Falsches sagen, gefährliches Halbwissen, Vitamine oder Nährstoffe abgesondert und dass dann, dass sich die anders entwickelt oder so. Oder wenn der Bienenstock immer größer wird, auch dann wird eine neue Königin rangezüchtet, die dann expandieren kann, damit sich eine Hälfte des Bienenstocks selbstständig macht und so. Pollen. Jede Biene kann Pollen sammeln. Ich wünschte, ich könnte etwas Wichtigeres tun. Jetzt macht sich selbstständig, ja? So, sowas finde ich sehr beeindruckend. Auch das ganze Verpuppen, also dieser Concord-Status, das Stadium, wollte ich sagen. Das ist halt wirklich... Ich finde das sehr faszinierend. Ich finde Bienen, ich will kein Imker werden, um Himmels Willen, da bin ich weit von entfernt. Aber es ist trotzdem... Auf YouTube-Videos gucke ich mir sowas gerne an, von Namen bitte nicht. Sammle 20 Pollen. Und ich bin kein Jungtier. Ich bin fast 2 Wochen alt. Ja. Fast... Gut, aber wie lange leben Bienen? Ihr seht schon, ich habe mich wirklich ein bisschen informiert. Die Drohnen, also die männlichen Tiere, ich glaube, die leben echt nicht lange. Die haben den einzigen Nutzen... Wie viele Pollen muss ich sammeln, bevor ich etwas Wichtigeres tun kann? Ja, wahrscheinlich in der Regel nie, Maya. Die Drohnen leben echt nicht lange. Die haben auch nur den Job, eine Königin zu begatten. Das war's. Sonst machen die eigentlich kaum was Produktives. Die leben halt nicht so lange.
die Weibchen, so wie unsere Maya hier. Ich glaube, irgendwas was mit 10 Monaten hatte ich im Kopf. Wenn wir unseren Bienenstock aufgeben wollen. Wir können sowieso nicht alles mitnehmen. Das ist total Detroit Become Human mäßig oder total iRobot mäßig hier, was wir jetzt aus dem System rausdenken wollen. Ich bin eine Biene. Ich liebe Pollen. Aber ich wünschte, ich könnte nach dem neuen Bienenstock suchen. Ich weiß. Ich werde mit Alice reden. Sie ist weise. Schließlich ist sie eine ganze Woche älter als ich. Oh, sie ist schon 3 Wochen alt, ja? Geh und rede mit Alice, na du Wildschwein. Wo war ich gerade stehen geblieben? Jetzt hat sie mich in der Tat unterbrochen. Ach so, ja, und Königinnen? Also ich, normale Bienen, irgendwas mit 10 Monaten habe ich im Kopf, glaube ich. Und die Königinnen können 3 bis 4 Jahre alt werden. In der Tat. Und die sind auch gar nicht so extrem einfach zu finden, gerade in so einem großen Bienenstock. Also faszinierende Natur. Ohne Witz. Ich nehme mal noch ein bisschen hier den Wind mit, wobei da ist Alice auch schon. Eine gelbe Säule ragt in die Luft. Hallihallo? Hallo. Oh, was ist los? Du siehst traurig aus. Ich habe die Nase voll von Pollen. Ich wollte bei der Suche nach einem neuen Bienenstock helfen. Aber die Königin wollte mich nicht lassen. Du musst so verärgert sein. Aber ich weiß, was dich aufheitern wird. Folge mir und achte auf den Wind. Genieße die Windfahrt. Okay, einfach ein bisschen Spaß haben, ja. Yay, überholt. Nee, obwohl, da ist die... hab mich verguckt. Was habe ich denn jetzt gemacht? War ich denn falsch gemacht? War ich nicht genug im Wind drin, oder wie? Ja, ich... flieg wie ein Besowski, ne? Das ist halt wirklich wahr. Ich weiß nicht, wie sich die Steuerung auf dem PC zum Beispiel mit Maus und Tastatur macht. Aber hier ist schon das leichte Antippen des rechten Sticks auf dem Switch Pro Controller. Eine große Sache. Hier lotst du mich hin? Ja, stimmt, kleine Biene. Und jetzt wirst du es begreifen. Zeig es ihr, mein Schüler. Schlage Steven und Emily, um von hier wegzukommen. Warum führt mich Alice her? Aber gut, du bist nicht unsere erste Wespe. Wir haben sogar schon im letzten Part eine Hornisse besiegt, Alter. Was für Viecher, ne? Hornissen kann ich gar nicht gebrauchen. Und unser Bienenstock ebenso wenig. Also vom Eindruck her denke ich immer, Wespen sind 10.000 Mal widerstandsfähiger als Bienen, ne? Wespen kriegst du nicht kaputt. Ich hätte nie in meinem Leben behauptet, ich habe noch nie eine Fliege was zuleide getan, weil, ja. Ich würde es aber, ja, weiß nicht. Aus Angst, aus Respekt, ne? Da hat man schon mal einen Deckel auf dem Eistee dann, oder ein Eisteeglas dann schon mal einen Deckel zugemacht. Aber die, oder auch im Wasser, ne? Die Wespen, die geben nicht auf. Jetzt kommt direkt die nächste, also 2 hintereinander. Holy moly. Ich wünschte, das wäre ein bisschen anspruchsvoller, die Kämpfe. Nicht nur 2 Tasten, sondern ein paar mehr. Aber okay, zum einen, ich hätte es ja auf Schwierigkeitsgrad schwer stellen können. Oh, und noch was ganz Wichtiges, Freunde der Nacht. Noch was ganz Wichtiges. Ihr habt ja in Part 1 gesehen, dass da 3 Insekten zur Auswahl waren. Die Honigbiene, der Hirschkäfer und eine Libelle. Wo dann auch schon... Oh, jetzt wird wahrscheinlich weiter geredet. Moment, ne? Dazu muss ich was Dringendes sagen. Hört mir zu. Verschwinde. Du hast mich und meinen Schüler geschlagen. Vorerst. Aber es ist noch nicht vorbei. Taffer Haufen. Bei diesen Wespen hier muss ich einen sichereren Ort finden.
Im Kuhstall oder was? Dann wird der Kuh auch nicht gefallen. Oh, die sieht aber ein bisschen lame animiert aus, ganz im Ernst. Nee, die ist gar nicht echt, oder? Das ist nur so eine Attrappe. Okay. Ich dachte schon. Warum ist die so lame animiert? Nein, im Ernst. Viele haben gesagt, spiel doch dann auch als Hirschkäfer. Zeig uns mal die Libelle. Das sind gar keine auswählbaren, spielbaren Charaktere. Das sind nur Profilbilder. Also Spielstand 1, 2 und 3. Ich habe nämlich, um das rauszufinden, auch hier mit dem Hirschkäfer bin drauf, du hast exakt dasselbe Spiel. Also glaubt nicht, es gibt drei Spiele davon oder drei Storystränge oder. Ich dachte es halt auch zuerst. Ist aber nicht so, sondern es gibt nur eine Honigbiene zum Steuern. Kettenkarussell! Wobei das einfach nur Stangen hier sind. Ich kenne das als Kettenkarussell, mochte ich als Kind sehr. Wobei die Kinder sehen ein bisschen gelangweilt aus. Oder das eine Kind? Das ist nur er hier. Er sieht aus, als hätte er eine Wette verloren. Aber die will auch, die hat Bock. Bzzz, bzzz. Und ihr habt mich auch korrigiert mit der Sache, also einig... Ich wollte nicht in Popo pieksen. Einiges habt ihr mich korrigiert, zum Beispiel, dass Insekten doch eine Art Intelligenz haben... Zwar kein Gehirn, aber trotzdem nicht nur ein Instinkt, sondern eine Intelligenz in der Tat. Und dass eine Biene schon mehrmals zustechen kann, nur explizit die Haut des Menschen so dick und fest ist, dass der Stachel stecken bleibt und die Biene sich dann den ganzen Unterleib mit rausreißt, wenn sie denn einen Menschen sticht. Also es geht explizit um den Menschen oder um andere vergleichbare Tiere. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste hier der Turbo war. Wir machen erstmal weiter mit der Story. Ist das ein guter Ort oder was? Das ist der Vergnügungspark. Ich wollte nicht gegen Befehle verstoßen. Alice hat dich hergeführt. Aber da ich sowieso hier bin, bin ich sicher, dass es nicht schaden wird, diesen Ort zu erkunden. Ist sogar meine eigene Stimme? Sogar meine eigene? Also von Maya? Die Stimme von Misty? Ich meine, ihr müsst sehen, der Pokémon-Anime ist schon über 20 Jahre her und die Stimme hat sich entwickelt und sie spricht ganz anders, aber wenn man so ein paar... Manchmal hört man das raus. Weiß es jemand? Du kannst mit der Umgebung interagieren, zum Beispiel einen Ballon stechen. Versuche alle Interaktionen zu finden. Stich. Oh, das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon! Na gut. Versuche alle Interaktionen zu finden. Das haben wir schon probiert. Jetzt bist du mein Opfer, ne? Die Frisur geht gar nicht. Spaß. Nein, reagieren ja nicht wirklich drauf. Welche Interaktion gibt es denn noch? Hast du einen Vogel oder was? Mit was kann man da noch interagieren? Was wäre denn möglich? Weil ich will... Die Menschen reagieren nicht wirklich drauf. Was haben wir denn hier? Dong! Es sieht schön aus. Aber es ist zu laut und es bewegt sich zu schnell. Ich muss nach einem besseren Ort suchen. Du, das ist nicht dein Job. Andererseits, solange wir unseren Job erledigen, ne? Haben wir dann theoretisch ja genug Freizeit. Dieser Ort ist so laut. Und es gibt so viele Menschen. Ich suche besser nach etwas anderem. Doch nicht der Vergnügungspark, nein. Würde ich dir auch nicht raten, weil ich glaube, selbst wenn du einen guten Ort hättest, die Menschen würden dir den Platz nehmen. So, welche Taste war es denn noch gleich? R? Ja. Als ob sich hier noch was getan hätte. Hey, was ist hier dein Auftrag? Eine Spurbiene. Geht er auf den Sack? Das ist kein Ort für eine Pollensammlerin. Ich habe mit Alice ein Rennen gemacht und irgendwie bin ich hierher gekommen. Da dachte ich, wenn ich schon hier bin, sollte ich mich nach einem neuen Bienenstock umsehen. Inakzeptabel. Du hast unserer Königin nicht gehorcht. Das gibt Ärger. Jede Biene muss ihren Job machen. Du sollst jetzt sofort wieder Pollen sammeln.
Wenn ich dich hier noch einmal sehe, werde ich dich melden. Okay. Ich habe keinen passenden Ort für einen neuen Bienenstock gefunden. Was ist das denn da vorne? Also rot heißt ja, da können wir noch nicht hin. Angepöbelt. Ich sollte ein paar seltene Blumen besorgen, um es wieder gut zu machen. Und ich weiß, wo ich anfangen sollte, sie zu suchen. Bei der Blumentante. Mhm. War aber ganz nett hier, oder? Doch. Das war ganz nett. Das ist der Ort, nach dem ich gesucht habe. Hm? 10 gelbe. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Ich heiße Marvin. Viele haben das nicht gecheckt, ne? Part 1 von Let's Play Bee Simulator hieß ja auch, Ich bin eine Biene. Das ist, doppeldeutig. Es ist Zeit, in den Bienenstock zurückzukehren. Machen wir das. Sprich mit der gequälten Biene? Bitte was? Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie der Typ heißt, aber der hat so Animationen gemacht. Und das war halt so... Ich bin eine Biene, ich bestäube dich. Und der Marienkäfer. Ich heiße Marvin. Kannst du mir helfen? Also wer kennt's, find's lustig. Kind zerstört unsere Blumen. Was? Ein Mensch? Wie unhöflich. Nun, ich werde ihn wegjagen. Danke. Hilf der gequälten Biene. Welcher Mensch? So weit weg? Ich dachte hier in der unmittelbaren Umgebung. Nee, das ist der Bienenstock, oder? Nee, der Bienenstock ist der Bienenstock. Wir haben da zwei Symbole. Nektar haben wir ohnehin genug. Jetzt geht's ans Menschenjagen. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Was hier? Hier ist was los? Rüpel. Der Rüpel versucht, deine Blumen zu zerstören. Stich ihn zweimal, um ihn zu verkraulen. Den Stachel nach unten halt nix. Ah, der da. Nein! Lauf und komm nie wieder zurück. Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Er ist einfach weggepufft. Er ist einfach so wusch weg gewesen. Also das macht man wirklich nicht, ne? Ich bin als Kitty auch oft über irgendwelche grünen Flächen gelaufen, wo ich nicht hin sollte, aber absichtlich Blumen zertrampeln. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ich kann mich erinnern, auch von Nachbarn Ärger bekommen zu haben. Als ich so 5, 6 Jahre alt war, hat mich ein Nachbar Rambo genannt. Ich habe sogar einen Tennisball von dem bekommen zum Geburtstag, wo Rambo draufsteht. Weil ich so ein Rambo war, weil ich seinen Blumen kaputt gemacht habe. Nee, habe ich die Blumen kaputt gemacht? Aber auf jeden Fall, wenn, dann unabsichtlich, okay? Und weil ich ein ganz kleines Kind war. All diese Bienen sind war ich noch jünger. Ich frage mich, was sie so sehr verärgert hat. So, Job gemacht. Finde heraus, was passiert ist. Das ist so schrecklich. Was denn schrecklich? Hey, Skylar, was ist los? Skylar. Sägen die Menschen wieder an unserem Baum? Nein, aber 3 junge Bienen sind verschwunden. Dumme Kinder, sie sind in die Höhle unter dem Bienenstock gegangen. Es ist ein so gefährlicher Ort. Keine Biene geht dorthin. Wer wird sie zurückbringen? Ich. Keine Biene geht dahin. Ja, wir fliegen dahin. Was hier? Das checken wir aus. Oh oh, Spinnennetz. Brich aus dem Spinnennetz aus. Versuche zu entkommen, wenn der Balken grün ist. Wenn du deine Chance verpasst, wirst du noch stärker ins Netz eingewickelt. Flucht X. Soll ich da weiter oder was? Ich kann das einfach umfliegen. Oder nicht? Doch, kann ich. So, so, 3 Bienen.
Und realistisch gesehen juckt das natürlich auch keine Biene von den täglichen 2509, ob da drei weniger sind. Oder was heißt juckt nicht, ja? Ich denke schon, das wird irgendwann, sagt die Königin ja auch, wir brauchen mehr von denen, wir brauchen mehr von denen. Finde und rette die kleinen Bienen, 0 von 3. Wie sehe ich die denn? Hier drüben, bitte hilf mir! I'm on my way, denke ich. Als ob hier keine Biene wäre. Nein, weil es hier nichts wirklich gibt, oder? Das sieht eher nach einem Umweg aus, was ich... Oh doch, ich bin richtig. Hallo! Ich habe dich endlich gefunden, Pat. Ich habe große Angst. Diese Tunnel sind so groß. Ich will nach Hause. Oh. Sei tapfer. Ich werde dir den Weg zeigen. Also mit dem Bienentanz. Warum muss ich dann nachtanzen, was die mir sagt? Um die zu beruhigen, habt ihr auch geschrieben. Das machen sie ja tatsächlich, die Bienen. Hat schon Sinn und Zweck, die Bienentänze. Oh, danke. Jetzt kann ich zurückkehren. Steht immer noch 0 von 3. Okay, jetzt steht 1 von 3. Erkunden wir die Höhle noch ein wenig weiter. Alter, da komme ich ja wirklich... Es ist ja wirklich riesig hier. Da komme ich ja nicht mehr raus. Am Ende des Tages. Ich bin zu jung, um hier zu sterben. Ah, dann tun wir was dagegen. Okay, aber kam ganz woanders her. Oder? Muss ich doch da reinfliegen? I don't know. Wir werden sehen. Es biegt ja jetzt in die Richtung ab. Also es war schon richtig, denke ich mal. Hübsch, hübsch. Vor allem so leuchtende Pilze habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was ist jetzt los? Alter, was ist jetzt los? Oh ja, hier. Ach, hätte ich mitten im Tunnel abbiegen können. Gelernt. Sag ich doch. Komm, ich zeige dir den Weg nach draußen. Von mir aus kannst du gleich das ganze Gedöns machen. Oben, oben, unten. Und wieder oben. Oben, oben, unten, oben, unten. Jetzt kenne ich den Weg zurück. Danke. Oder hat sich das erst aufgetan, dadurch, dass sich die Felsen so, dass da irgendwas eingestürzt ist? Weil da war ja auch die andere Richtung der Felsen. Merkwürdige Sache. Komm, ein Bienchen retten wir noch hier. Kein Problem. Nur wohin am besten? Hätte ich mir merken sollen, welche Farbe wir schon erkundet haben. Ich glaube, hier waren wir, ne? Möglicherweise. Ja, hier waren wir schon. Flieg nochmal zurück. Nimm den anderen Eingang. Wobei ich nicht von dort kam, ne? Ich kam von wo ganz anders her. So, pass auf. War ich vielleicht hier? Boah, don't know. Hilfe! Hilfe! Ich bin gefangen! Du bist gefangen. Frankie. Du bist auch kein Job der Honigbiene. Hier bist du, Frankie. Gefangen? Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wie ich zum Bienenstock zurückkehren soll.
Ich zeig's dir. Sag mir tanzend, wie du hierher gekommen bist. Und ich werde dir den Weg zurück zeigen. Oha, Freunde, jetzt mit 6 Stufen, jetzt wird getanzt, dass die Schwarte kracht, ne? Da steppt die Biene. Rechts, links, unten. Rechts, links, unten, oben. Also rechts, links, unten, oben. Rechts, links, unten, oben, oben. Rechts, links, unten, oben, oben. Rechts, links, unten, oben, oben, rechts. Also rechts, links, unten, oben, oben, rechts. Dieb. Danke, jetzt finde ich den Weg zurück. Muss ich jetzt selbst zurückfinden, oder? Okay. Das war ein Pfeil, aber ob der mir so hilft? Was ist denn das? Das hab ich nie entdeckt. Ich bin einfach awesome. Die Königin kann bis zu 250.000 Milliarden Eier pro Tag legen. Das war ein Bienenfakt, den ich gefunden habe. Klar, ich wollte euch noch schnell zeigen, wo man hier die 100% voll macht. Hä, Moment, da hängt auch eine fest, ne? Ach nee, ist die Spinne. Nee, da wollen wir echt nicht rein. Vielleicht komme ich noch rein. Ah ja, gut, bevor es Let's Play endet, begebe ich mich auch nochmal in Gefahr. Aber jetzt absichtlich nicht. Nein, absichtlich jetzt nicht. Ich komme nicht mal mehr hier raus. Das ist die Sackgasse, wo wir hergekommen sind. So vielleicht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so ist gut. Komm, wir machen's. Ich dachte, ich muss mich dann befreien. Ist nicht mal eine... Ich kann doch nicht mal so ohne weiteres rein. So, und jetzt hier sind wir wieder am Exit. Oder es wird einfach gezeigt, wo der Weg ist, ne? Bevor dich wirklich verirrst. Kann man so komplex machen, wenn man so ein bisschen Hilfe kriegt. Komm, ich will. Oh yeah. Versuch zu entkommen. Was drücken? X. Die Spinne kommt. Hochdramatisch, würde ich sagen. Du bist entkommen. Was, wenn man das... Was, Fluchtkünstler. Was, wenn man das versaut? Was, wenn man einfach schlecht ist? Ach, das Netz ist jetzt auch weg, wirklich? Das Netz ist jetzt auch weg, Freunde. An der Stelle machen wir Schluss. Ich weiß nicht, ob danach wieder direkt eine Zwischensequenz, oder? Mal gucken. Mal gucken, was gesagt wird. Vielleicht bekommen wir jetzt Anerkennung von der Königin. Der Winter naht. Winter's coming. Die Frostzeit ist immer hart. Aber hier im Bienenstock sind wir sicher und es ist warm. Wir sammelten viel Essen. Wie man Probleme löst. Und wir drängen uns zusammen, um uns warm zu halten. So überleben wir den Winter.
als Familie. Schön. Hier wollte ich hin. Hier kann man den Part besser beenden, denke ich mal. Bienenheldin, unser alter Baum hat viele Räume, die wir Bienen nicht benutzen oder besuchen, aber heute musste ich diese tiefen, dunklen Orte besuchen, um einige dumme, junge Bienen zu finden, die auf Entdeckungsreise gegangen waren, anstatt zu arbeiten. Ich habe sie gerettet und jetzt ist Zeit für den Winter. Haben wir uns damit Respekt verschafft bei der Königin? Man wird sehen. Der Winter naht, bis zum nächsten Mal und ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.